Hallo, ich bin Jochen von Explore the Ocean. Heute darf ich Wildtierbiologin Angela Ziltener von der Dolphin Watch Alliance bei ihrer Arbeit mit Delfinen begleiten. In den klaren Gewässern des Roten Meeres rund um Hurghada haben die Forscher perfekte Bedingungen, um die Delfine sowohl über als auch unter Wasser zu beobachten und ihre Verhaltensweisen mit Aufnahmen zu dokumentieren. Um die Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum möglichst wenig zu stören, verhält sich Angela beim Schnorcheln ruhig, vermeidet Geräusche und bleibt an der Wasseroberfläche. Dies ist besonders wichtig, da die Delfine meist zum Schlafen in die flachen Buchten kommen. Wusstest du schon, dass Delfine ein Auge geschlossen haben, während sie schlafen? Dies liegt daran, dass nur eine Gehirnhälfte schläft, während die andere wachsam bleibt. Auf den Videoaufnahmen von Angela ist schön zu sehen, wie die Delfine während des Schlafs zu ihrem Schutz eng zusammenschwimmen und nahezu synchron auftauchen, um Luft zu holen. Wenn wir mit Delfinen schnorcheln, sollten wir uns daher immer bewusst sein, dass wir uns womöglich im Schlafzimmer der Delfine befinden und wir selber ja auch ungern beim Schlafen gestört werden. Nun genieße einfach mit mir die elegant durch das Meer gleitenden indopazifischen großen Tümmler sowie die stolze Delfinmama mit ihrem süßen Baby. Bis demnächst und bleibe begeistert von der faszinierenden Unterwasserwelt.